Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Agrarmagazin-Ausgabe. Wir befinden uns immer noch auf der Agritechnica und zeigen Ihnen heute den zweiten Teil unserer Sonderausgabe. Ich befinde mich jetzt am Stand der Firma Dammann. Die Firma Dammann wurde unter anderem auch mit Silbermedaillen prämiert. Wenn ich mich hier so umschaue, wundert mich das nicht. Ich habe jetzt hier den Herrn Maiking Dammann vor mir stehen. Sie sind Qualitäts- und Produktmanager. Herr Dammann, was hat es auf sich mit der Silbermedaillenprämierung? Wir wurden prämiert für unser Curve Control Application System, was die Aufwandmenge einer Feldspritze während der Kurvenfahrt regelt, automatisch. Das ist ideal für Schläge, die nicht rechtwinklig sind, sondern eben kurvige Strukturen aufweisen, damit im Außenbereich des Gestängeauslegers die Düsen so geschaltet werden, dass mehr Wasser und Aufwandmenge dort rauskommt, um eine gleichmäßige Benetzung über den kompletten Bestand sicherzustellen. Ich befinde mich jetzt hier bei der Firma Lechler am Stand und habe den Herrn Winter neben mir stehen, der zuständig ist für den Vertrieb und die Beratung von der Firma Lechler. Es wurde eine neue Düse herausgebracht, die lautet ID3. Und was sind denn da die Vorteile jetzt von dieser Düse? Ja, wir stellen hier auf der Agritechnica in Hannover für unsere Kunden die neue ID3-Düse vor. Und die neue Düse hat deutliche Vorteile. Das sind drei Vorteile im Wesentlichen. Sie ist sehr flexibel im Einsatz, hat einen sehr großen Druckbereich, driftstabil für gute Wirkung und Umweltschutz und sie ist in der Baulänge reduziert. Okay, und was passiert mit den alten Düsen, mit ID und IDN? Die bisherige Baureihe ID und IDN wird durch die neue Düse ersetzt. Dadurch wird es auch mal einfacher im Düsenbereich. Wir haben eine Abdriftminderung bis 90% beantragt beim JKI in Braunschweig für die Baugrößen 025, 03, 04, die hatte bisher 75% und auch die Baugröße 05. Man sieht sehr schön auch den Unterschied, wenn man die beiden Düsen nebeneinander hält, die bisherige ID-Düse und die neue ID-Düse, die viele Landwirte erfolgreich einsetzen. Das ist einfach ein weiterer Vorteil für erfolgreichen Pflanzenbau. Okay, und Stichwort Lechler und Bayer Crop Science, wo liegt da der Zusammenhang? Also wir arbeiten sehr eng mit Bayer Crop Science zusammen. Wir führen zusammen Feldversuche durch für optimale Applikationstechnik, dass wir die Landwirte beraten können. Und ein großes Thema ist immer richtige Spritzzeit. Wann ist das richtige Spritzfenster? Und hier hat Bayer im Premium-Programm, Premeo, einen Windmesser von uns im Programm, diesen sogenannten Pocket Wind. Damit kann ich als Landwirt einfach die optimalen Spritzzeiten, der misst Luftfeuchte, der misst die Temperatur, natürlich auch den Wind, kann ich als Landwirt die optimalen Spritzfenster sehr einfach bestimmen. Für optimalen Pflanzenschutz und Umweltschutz. Ich befinde mich jetzt in Halle 16 bei T-Chat und habe den Herrn Dr. Göbel gefunden. Herr Dr. Göbel, T-Chat hat ein neues Düsensteuerungssystem herausgebracht. Ich bin ein bisschen irritiert, weil das flackert hier so seltsam. Was ist da los? Ja, das sieht schon etwas revolutionär aus. Während eine Düse normalerweise im Pflanzenschutz konstant spritzt, haben wir hier eine Düsenschaltung, eine Pulsweitmodulation, 10 Hertz pro Sekunde. Das heißt, die Düse wird 10 Mal pro Sekunde geöffnet und geschlossen. Damit können wir ganz einfach den Volumenstrom verändern und können damit eben eine hohe Variabilität in der Ausbringmenge erreichen. Okay, und ist das für Deutschland schon aktuell? Deutsche Landwirte sind daran sehr interessiert, weil sie eben auch im Bereich des Pflanzenschutzes, bei Wachstumsregulatoren beispielsweise, aber auch im Bereich der Flüssigdüngung einen hohen Variationsbereich in der Ausbringmenge erzielen wollen. Und das ist mit einem solchen System möglich. Ich brauche nicht mehr 3, 4, 5 Düsen an meiner Spritze pro Düsenposition, sondern kann es mit einer einzigen Düse erschlagen. Wir stehen jetzt hier bei der Firma Grimme. Es geht um das Thema Gewässerschutz. Ich habe jetzt den Herrn Plöger neben mir stehen. Herr Plöger, wir haben hier ein Gerät, das verhindert den Oberflächenabfluss von Wasser zwischen den Dämmen. Was können Sie mir dazu erzählen? Ja, in Reinkulturen besteht oft die Gefahr, dass Wasser stark abfließend
und Erde mitnimmt. Dagegen haben wir einen Querdammhäufler entwickelt, der zwischen den Reihen kleine Querdämme erzeugt. Könnten Sie uns das mal demonstrieren? Ja, sehr gerne. Dieses Gerät funktioniert recht einfach. Durch die Fortbewegung nach vorne wird dieses Rad mit den angebrachten Schaufeln in Bewegung gebracht, wird selbst angetrieben, macht Löcher und legt dort die Erde wieder auf dahinter ab, sodass eben dadurch die Querdämme erzeugt werden. Ich befinde mich jetzt am Stand der Firma Agrotop. Herr Lichtenegger, Sie haben die Baureihe Turbotrop und eine neue Düse. Was ist daran anders? Diese neue Baureihe, die heißt Turbotrop VR Mark II. VR steht für variable Durchflussrate. Das heißt, diese Turbotrop-Baureihe hat ergänzend zum bestehenden Injektor einen zusätzlichen Injektor, der federbelastet abhängig vom Druck mehr oder weniger Flüssigkeit, sprich Spritzmittel und Pflanzenschutzmittel, durchlässt. Wir befinden uns jetzt am Stand von der Firma Lemken. Ich habe jetzt den Herrn Kamps neben mir stehen. Herr Kamps, jeder Hersteller von Pflanzenschutzgeräten hat so seine eigene Technik. Was ist bei Ihrer die besondere? Beim Spritzen sprechen wir von Zirkulationsleitungen und wir gehen zum ersten Mal den Weg, dass wir im spritzenden Zustand unser Gestänge von vier Punkten einspeisen. Von innen nach außen und von außen nach innen, jede Gestängehälfte für sich selber. Was den Vorteil bringt, dass wir einen direkten Volumenstromaufbau haben und damit auch direkt bei der Feldeinfahrt den richtigen Druck an der Düse anliegen haben. Ich stehe jetzt hier bei der Firma Wanner mit Herrn Wanner persönlich. Herr Wanner, Sie haben eine Obstbauspritze, die Applikationstechnik und Gewässerschutz vereinigt. Was versteckt sich dahinter? Da versteckt sich dahinter, dass der Gebläseluftstrom sowohl zum Gewässer hin unwirksam gemacht werden kann und zusätzlich auch noch die Luftmenge reguliert werden kann, dass man gegen den Wind mit mehr Luft arbeitet und mit dem Wind mit weniger Luft. Das wird erzeugt durch diese Elektromotoren, damit wir eben die Sprühgeräte, Nebel so wenig wie möglich produzieren. Des Weiteren ist bei dem Gerät noch eine elektrische Beleuchtung drin, mit der der Anwender bei Nachtspritzungen auch da kontrollieren kann, dass die Düsen einwandfrei arbeiten. Und zusätzlich ist an dem Gerät noch der EasyFlow installiert, dass er auch beim Befüllen da nicht mit Chemikalien in Berührung kommt und auch das Gebinde entsprechend reinigen kann. Ich befinde mich jetzt aktuell auf dem Glasstand. Auch die Firma Glas hat eine Medaille gewonnen, aber nicht nur irgendeine, sondern sogar die Goldmedaille. Und zwar für den Online-Simulator, der zu Ausbildungszwecken von Mähdreschern dient. Ich habe jetzt neben mir den Herrn Neu stehen. Herr Neu, wir haben jetzt hier das System. Kann ich jetzt direkt loslegen? Ja, lassen Sie mich vielleicht ein paar Worte dazu erklären. Was wir hier haben, ist, was wir hier sehen, ist eine Simulation und keine Animation. Die Bedienterminals, die wir normalerweise auf der Maschine vorfinden, sind vollständig simuliert und bedienbar. Wir können Parameter verstellen in der Maschine und den Einfluss direkt hier an der Simulation erkennen. Das schult den Fahrer. Der Fahrer kann sich besser auf den Ernteprozess und auf den eigentlichen Durchstart vorbereiten. Vielen Dank, Herr Neu. Dann lassen Sie uns das mal ausprobieren. Nachdem ich meine ersten Übungen jetzt am Online-Simulator hinter mir habe, versuche ich mich jetzt mal am richtigen Objekt. Ich verabschiede mich damit von Ihnen und wir sehen uns wieder nächste Woche zum aktuellen Agrarmagazin. Bayer. Science for a better life.